Mein erster Vortrag auf WMV. Ja, 14. Dezember 2010, das sind fast 3 Jahre her. Es gab mal einen Tweet. We need someone to moderate the next Web Monday. Please support your local Web Monday. Please retweet. Halbe Stunde später gab es ein Retweet. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr. Cool, I think Ali Pasha has got the job. Es war ein Retweet. So hat's angefangen. Und Darren Cooper, der steht hier irgendwo, der ist ja verantwortlich für die Hälfte von mindestens von der Hälfte von allen Rayman Rux Projekten hier und in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach, da bin ich mir, stimmt, TEDx, Offenbach und Bad Hamburg. Ich würde gerne euch bitten, jetzt mal erstmal einen kurzen Applaus für denjenigen zu bringen, der mir das angetan hat. So, da war es dran. Ich mache also Web Monday. 2001, also ich hatte keine Ahnung, 3 Wochen Vorhörzeit oder so. Und dann ging es los. Ich hatte keinen Plan. Und ich hatte auch noch nie Erfahrung mit Veranstaltungen zu machen. Ich war auf ein paar Barcamps und so. Und wenn der große Darren Cooper aus Rhein-Main-Gebiet dich fragt, dass du bei Web Monday mitmachst, das, was du am meisten dir wünschst, ist, vermachst es bloß nicht. Dementsprechend war ich ja überglücklich, dass ich es überlebt habe. Und damals 2012. Ich muss schon zugeben, man wird so schnell übermütig. Und das war halt der Plan für 2012, gleich die Welt zu verändern. Und das Ergebnis war, ich war Ende 2012 fix und fertig. Und so kann es eigentlich nicht weitergehen. Es müsste in 2013 etwas anders gemacht werden. Also hatte ich einen Plan, diesmal wirklich, für 2013. Ich wollte wieder die Welt verändern, klar, was sonst. Aber etwas anders als 2.0. Also bräuchte ich eine Strategie. So, erstens die Termine. Was ich gehasst habe, war, dass ständig Leute 2 Jahre lang zu mir gekommen sind und haben gefragt, wann ist denn der nächste Webmontag? Wann ist der nächste Webmontag? Oh verdammt, ich habe den letzten Webmontag verpasst. Und habe ich beschlossen, warum machen wir nicht einfach jeden zweiten Montag des Monats einen Webmontag? Es ist cool, wenn man so ein Soundboard hat, bedeutet natürlich, dass er 3 Veranstaltungen mehr machen muss. Aber ich sagte, okay, für den Soundboard bin ich auch bereit, 3 Veranstaltungen mehr zu machen. Das war halt die Strategie. Aber es hatte wirklich Vorteile. Also erstens hatten wir die Termine fest. Das würde bedeuten, wir konnten mit anderen kommunizieren und unsere Termine vorgeben. Und wir haben auch den Versuch gemacht, Schwerpunktthemen zu machen. Und das war der Vorteil für die Partner. Die könnten monatelang vorher das vorbereiten. Die Strategie vorher war, nach dem Webmontag ist Webmontag, wie kriege ich nochmal 4 bis 6 Sprecher zusammen? Und das war, glaube ich, 2013 viel besser gemacht. Die Vorträge. 2012 haben wir ziemlich vieles ausprobiert. Und ich wollte die Formel finden. Was sind denn die Vorträge, die wir auf dem Webmontag relevant sehen und was kommt an? Und die Frage war am Anfang, brauchen wir 10 Minuten Vorträge, 15 Minuten Vorträge, 20 Minuten Vorträge? Dann war es die Frage, brauchen wir Entwicklervorträge oder Designervorträge oder Social Media Vorträge? Es ging hin und her. Und irgendwie durch Gespräche mit anderen Leuten bin ich mehr zu der Überzeugung gekommen, ich brauche eher sowas wie Meta-Regeln. Die erste Regel war, wir wollten authentische Vorträge, weil ich festgestellt habe, dass auch Vorträge, bei denen die Leute den Inhalt nicht verstanden haben, weil es eventuell zu technisch war, sind immer am besten rübergekommen, wenn die Person, die den Vortrag gemacht hat, persönlich wirklich dahinter stand, weil es eine eigene Story war, weil er wusste, wovon er redet und er nicht einfach kurz auf irgendeiner Konferenz war und darüber berichtet.
Das zweite Kriterium war, wir wollten einen Bezug zu Rhein-Main. Es ist uns halt in 2012 aufgefallen, dass Rhein-Main eigentlich viel mehr zu bieten hat, als die meisten in Rhein-Main wissen. Und wir wollten eigentlich, dass die Leute sich kennenlernen und einfach erfahren, dass nicht alles, was cool ist, in Berlin ist, sondern wir haben auch ziemlich viel Cooles hier. So, und weil wir Webmontag machen, dann müsste es halt irgendwas sein mit Web, weil es ist ja auch schließlich Webmontag. Also brauchte ich Webinhalte. Das hört sich gut an, nur was sind halt Webinhalte? Web ist ja mittlerweile so groß und so komplex. Wenn ich denke, als Webmontag angefangen hat, waren die meisten Vorträge darüber, wie macht man Webseiten? CSS, HTML, JavaScript, Backend, vielleicht PHP und Rails, Suchmaschinenoptimierung. Aber mittlerweile ist der Bereich auch sehr groß geworden. Und wenn ich an die ganzen Social Media Sites denke und was alles an Startups hochgekommen ist, die sind auch unheimlich stark gewachsen. Und wahrscheinlich sind die Hälfte dessen, was auf dieser Folie ist, gar nicht mehr relevant. Und wahrscheinlich sind 10-mal so viele mehr neu entstanden in den letzten 2 Jahren. Also musste ich mir überlegen, was ist Web? Ich brauchte eine Definition. Und ich habe so einen Internetphilosophen-Guru, bei dem ich immer nachschaue. Das ist David Weinberger, auch Mitautor von Clue Train Manifesto. Ich habe ein Zitat von ihm mal gelesen. The web is us, because we are building links that say, here's something worth your time, and here's why. Und für mich sind da die 3 Elemente, was ich mit Web assoziiere, dabei. Es geht um Menschen. Web ist nicht ein abstraktes Wissen. Web ist immer ein soziales Wissen. Es geht um etwas, was die tun und versuchen, das mit anderen Menschen zu teilen. Und deshalb suchen sie Verbindung. Und diese 3 Kriterien habe ich immer als Filter im Hinterkopf, wenn ich über Ideen zum Vorträgen höre. Und versuche immer anhand dieser Kriterien festzustellen, ob das passt oder nicht. Was ich in 2013 für mich als Überzeugung mitgenommen habe, ist, dass das für Webmontag die Relevanz hat, dass die Vorträge und Networking eine Einheit bilden. Auf dem Webmontag sind wir nicht nur eine Veranstaltung, wo Leute kommen, sich die Vorträge anhören und wieder gehen. Das ist nicht eine typische Veranstaltung, die man von diesen langweiligen Unternehmensseminaren kennt, sondern wir brauchen den Austausch. Und jeder Vortrag, der uns die Gelegenheit gibt, dass wir diesen Austausch nochmal betonen können, der gewinnt. Und in 2013, muss ich sagen, ist das Networking ein bisschen zu kurz gekommen. Deshalb hoffe ich mir für 2014 mehr Networking. So, ein größeres Team noch. Na, das Problem war, dass Darren und ich waren Ende 2012 schon selbst bis zur Grenze gegangen. Und wenn du ein Team aufbauen willst, also wenn du noch 2 oder 3 oder 4 Leute noch dazu nehmen willst, dann brauchst du noch Zeit, um die einzuarbeiten, um das Ganze richtig zu machen. Außerdem sind wir beide Softwareentwickler und man kennt das Brookshire's Gesetz. Der Einsatz zusätzlicher Arbeitskräfte bei bereits verzögerten Softwareprojekten verzögert sie nur noch weiter. Das ist ein Problem. Wie geht man damit um? Weil das war irgendwie, wir hatten nicht mal genug Zeit, um ein Team aufzubauen. Aber ich bin ja nicht umsonst ein Apple-Fanboy und ich musste halt anders denken. Also brauchte ich etwas anderes. Und das ist ein Zitat von James Cameron, das ich eigentlich schon in sehr vielen Bereichen meines Lebens schon seit Jahren anwende und es hat mich sehr viel weitergebracht. If you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success. Für mich persönlich ist es noch nicht mal fail above everyone else's success, sondern für mich ist es häufig fail above your own success. Diese Befreiung, dass du davon hast, dass du weißt, so wie du dein Ziel setzt, wirst du auf jeden Fall scheitern. Aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, was du leistest. Das ist so eine Befreiung, weil es dir erlaubt, deine Ziele so hoch zu setzen, wie du es richtig hältst. Und dass du dich nicht jeden Tag damit beschäftigst, werde ich meine Ziele erreichen, sondern dass du einfach tust. Welche Konsequenz hat das? Für mich war klar, okay, wenn ich,
wenn ich nach Brugg jetzt kein Team aufbauen kann mit 2 oder 4 oder 6 Leute mehr, dann mache ich es nach Cameron und baue ein noch größeres Team und suche mir auch gleich 30 Leute. Und vielleicht kennt ihr diese Folien von den Outros. Und das war jetzt so ein bisschen ein Hintergrund, warum ich beschlossen habe, das gleich auf das Ganze zu gehen. Damit hatte ich eine Strategie. Ich habe sie eigentlich geschafft. Und 2013 sollte ja nicht mehr schief gehen. Das Problem ist, dass Strategie wirklich nur die, wahrscheinlich nicht mal die halbe Miete ist. Und das Ganze doch mal umzusetzen, ist eine eigene Geschichte. Also wir müssen halt natürlich uns organisieren. Und wenn ich schon Webmontag mache und wenn wir schon über Webinhalte reden, dann werden wir uns auch nach Webstrukturen organisieren. Also müsste eine Netzwerkorganisation her. Und da komme ich wieder zurück auf die 3 Elemente, die ich von David Weinberger habe. Es geht um Menschen, um was sie tun und wie sie sich verbinden. Weil ich keine hierarchische Struktur vorgeben wollte, naja, der eine oder andere wird sagen, okay, der Diktator kann das vielleicht sagen, aber weil ich wollte, dass die Strukturen sich aus dem Team bilden, dachte ich, warum nicht? Nur wenn man das so macht, dann muss man wirklich konsequent sein. Wenn es um Menschen geht, dann zählt jeder, der im Team ist. Und jeder ist wichtig. Und dann zählt auch jede Leistung. Und selbstverständlich braucht man mehr Kommunikation. Und am Anfang hatten wir viel zu wenig Kommunikation und das hat sich eigentlich total gebessert. Es ist mir auch aufgefallen, es gibt nun mal keine 100%ige Kommunikation. Und es wird nicht funktionieren, wenn wir nur mehr Meetings machen und mehr Jammers haben und was auch immer. In einer Netzwerkorganisation funktioniert das nur, weil wir alle uns nur gegenseitig vertrauen, dass wir bei jeder Leistung, die wir bringen, auch versuchen nachzuempfinden, wie das bei den anderen rüberkommt. Ich bin mittlerweile auch überzeugt, dass Empathie in Netzwerkorganisationen die gleiche Stellung annehmen wird wie Ellenbogen in hierarchischen Organisationen. So, was bedeutet das Ganze für Webmontag? Na, die Erfahrung 2013, und es war wirklich für Internet auch ein spannendes Jahr, wir wissen ja alles, was passiert ist, die haben mich zu der Überzeugung gebracht, wir müssen aufpassen, ob wir nicht so sehr uns manchmal in HTML, CSS, JavaScript und andere Techniken verlieren und wir das große Bild außer Acht lassen. Weil ich glaube, wir haben gemerkt, welchen großen Preis wir zahlen, wenn wir erst hinterher uns mit wichtigen Themen beschäftigen. Wir haben diesen Neulandabend nicht vorher geplant. Das war einer der Gründe, warum ich besonders stolz darauf bin, ist, weil der Abend ist vom Team gekommen und es stand nicht auf unsere Schwerpunktabendthemen. Wenn ich mir aber die Runde anschaue, die auf der Bühne saß, wir haben da einen Richter, der sich seit 20 Jahren mit Datenschutz beschäftigt hat. Wir haben junge Leute, die sich für die Politik engagieren, ob es vor Ort ist oder auf der Bundesebene. Wir haben den Stefan, der ein Webentwickler ist und Hobbyfotograf, der auf einmal von Polizei eingekesselt worden ist, weil er wissen wollte, was in seiner eigenen Stadt passiert und bestand auf seine zivilen Rechten. Und wir haben den Jochen, der beschlossen hat, Selbstverantwortung zu übernehmen und sich aus seinem eigenen Prism-Gefängnis zu befreien durch eigene Leistung. Das sind unterschiedliche Menschen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Das kannst du vergessen. Ich hätte angeblich nur noch eine Minute. Und was mir dabei wichtig ist, das hat eine Tradition. Das ist die Tradition öffentlicher Redenecken. Das kennt man von Speaker's Corners und das hat im Zeitalter der industriellen Revolution eine große Rolle gespielt. Und das ist irgendwie verloren gegangen. Wir leben alle ein fragmentiertes Leben. Und man könnte sagen, okay, Web hat das Ganze übernommen. Ja, Web ist eine virtuelle Redeecke, aber wie viel von Web ist noch öffentlich? Ich meine, in Twitter haben wir alle unsere Blogs und Filter und in Facebook gibt es den
HRank und Google mittlerweile fängt auch mit diesem Unsinn an, die Suchen für an jeweiligen Leuten anzupassen. Während wir, wenn wir suchen, genau das finden wollen, was wir nicht kennen. Und dieses an andere ranzukommen, verliert sich ein bisschen im Web. Aber ich möchte das Angebot machen, dass wir Webmontag nutzen, um öffentliche Redenecken zu haben. Ja, ich bin gleich fertig. Nee, du darfst gleich weiterreden. Wir wollten dir gerne vom Team und wahrscheinlich auch von den Anwesenden einen kleinen Blumenstrauß überreichen. Das sollte unterstreichen die Diskussion, die wir permanent haben über die Länge der Vorträge, weil das galt. Wir nehmen dir trotzdem nicht deinen Vortrag weg. Du bekommst trotzdem diesen Blumenstrauß. Dankeschön. Und ich denke, das ist ein Applaus wert vom Team und von allen hier. Wir haben damit gerechnet. Okay. So. Okay, danke, dass ich den Faden verloren haben dürfte. So, Web 2.0. Dass wir überhaupt über Versionierung vom Web reden, glaube ich, das war einer der größten Fehler. Wenn ich zurückgehe auf eine Definition, auf ein Interview, was Tim Berners-Lee gegeben hat, zum Begriff Web 2.0, sagte, if Web 2.0 for you is blogs and wikis, then that is people to people. But that was what the web was supposed to be all along. Also bei Web, auch wenn ich zurückgucke auf Definition von David Weinberger, es ging immer um Menschen. Aber Web 2.0 als Begriff hat dazu geführt, dass wir uns viel mehr konzentriert haben auf irgendwelchen Startups, vor allem aus Silicon Valley. Und wir vergessen haben, um den Fokus auf uns zu legen. Was bedeutet das für die Zukunft von Web? Von Malcolm X, als man ihn gefragt hat, wofür das X steht und warum er den Namen Little nicht mehr annehmen möchte, sagte er, since we've been disconnected or cut off from our own history, our own past, our own culture, our own land, we use the X, the unknown, until we get back to your country, to our country. Und so sehe ich es mit Web 2.0. Ich möchte ab heute den Begriff nicht mehr benutzen. Ich verabschiede mich von Web 2.0. Und solange wir nicht zurückgefunden haben zu dem eigentlichen Web, gehe ich zu Web X. Weil das ist meine Erfahrung der letzten Jahre. Es ist viel wertvoller, als es mit Web, einem Begriff wie Web 2.0 runter zu definieren. So, das war's eigentlich. Es ist heute der 9. Dezember. Es ist knapp 3 Jahre nach diesem berühmten Tweet. Und für mich ist die Zeit gekommen, den Stab weiterzugeben an einem großartigen Team, was dann 2014 aktiv gestalten wird. Und ich werde gerne dabei sein, aber ich möchte sehen, dass neue, frische Ideen reinkommen und die sind wirklich gut. Ich bin absolut begeistert. Deshalb bedanke ich mich hier bei Alex, bei Andreas, Astrid, Benjamin, Birgit, Clemens, Colin, Dirk, Dominik, Fabian, Florian, Heiko, Jan, Jenny, Jens, Jochen, Jörg, Johanna. Übrigens, wir haben eine J-Fraktion. Jürgen, Julia, Carsten, Lukas, Mareike, Mario, Melanie, Nick, Roland, Sepp, Thilo und die Tina. Das ist ein Team. Gemeinsam eine Leidenschaft. Und das ist für mich der Grund, warum Ryman rockt. Vielen Dank. Ja, das war jetzt so ein bisschen schwach. Noch einmal, ja, bitte, bitte. Danke. Dein Applaus, Ali.